Ich sitze hier gerade vor meinem Rechner und beantworte ein paar Fragen. Ich habe es noch nicht mal geschafft, meine Jacke auszuziehen. Ich bin vor einer halben Stunde rein, glaube ich, und seitdem hier vorm Rechner versackt. Und ich möchte über eine, ich möchte, also mir ist hier so eine Sache aufgefallen, die in letzter Zeit immer mal wieder passiert. Und da denke ich, ist es ganz sinnvoll, mal ein Video darüber zu machen und kurz darüber zu reden. Und zwar, es passiert nicht immer, es passiert gelegentlich, dass jemand unter einem Video oder in der Facebook-Gruppe irgendetwas schreibt zum Thema zu seinem Tinnitus und wie es ihm damit geht und fragt nach Hilfe beziehungsweise nach Tipps und nach unseren Erfahrungen. Und dann teilt ihr, die anderen in der Facebook-Gruppe oder unter meinen Videos in den Kommentaren, eure Erfahrungen mit und ich teile meine Erfahrungen mit und gebe eine ganze Menge Tipps. Und dann passiert immer mal wieder eine Sache, und zwar, dass derjenige, der nach diesen ganzen Hinweisen und Tipps gefragt hat, nach wenigen Tagen bereits wieder schreibt: Mir geht es immer noch schlecht und das ist immer noch und ich könnte verzweifeln. Und ihr kennt ja das alles, euch ging es ja wahrscheinlich ähnlich, mir ging es ja auch ähnlich. Dann fragen die Leute meistens, oder ich frage dann: Naja, was hast du denn von diesen Tipps schon angewandt? Ja, was hast du denn schon geändert in deinem Leben? Was hast du denn schon für Maßnahmen ergriffen, die wir als Tipp gegeben haben, die uns geholfen haben? Und dann sagen die Leute ganz oft, dass sie gar nichts geändert haben. Na, noch nichts. Noch nichts. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich konnte das noch nicht machen, weil ich musste ja noch das machen und musste noch das machen und jenes und so. Oder manche sind doch einfach in ihrer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit so gefangen, dass sie das nicht hinkriegen, da irgendwas anzufangen, ja, und irgendwas zu machen. Und denjenigen unter euch, also die paar spreche ich jetzt mal an in dem Video, ich möchte euch eine Sache wirklich sehr ans Herz legen. Macht euch bewusst, dass wenn ihr nichts ändert, also wenn ihr nicht beginnt, etwas zu ändern, dann wird sich an der Situation auch nichts ändern, ja. Es wird nicht plötzlich, nur weil ihr jetzt diese Informationen von jemandem bekommen habt oder weil euch diese ganzen Tipps gegeben wurden, wird jetzt nicht plötzlich was Magisches passieren und ihr seid euren Tinnitus los. Ja? Ihr müsst euch diese Dinge, ich weiß, man muss eigentlich gar nichts, aber wenn ihr den Tinnitus loswerden wollt, dann müsst ihr euch diese Dinge annehmen und müsst beginnen, etwas zu ändern. Ja? Da reicht es nicht zu wissen, okay, es ist sinnvoll, dass ich an meinem Job was ändern muss oder an meiner Partnerschaft oder an meinem Ernährungsverhalten oder an meinem Umgang mit dem Tinnitus oder sonst irgendwas. Oder ich müsste eine Therapie beginnen oder müsste dies und jenes machen, sondern ihr müsst das auch umsetzen. Wenn ihr nichts tut, wird nichts passieren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn euch die Motivation fehlt, ich packe euch da oben ein Video hin, wie ich meine Motivation für mich gewonnen habe, wie ich das geschafft habe, da am Ball zu bleiben. Vielleicht hilft euch das ja auch weiter. Aber haltet euch bitte vor Augen, dass sich nichts ändern wird an der Situation von alleine, wenn ihr nichts tut, sondern nur, indem ihr wirklich Dinge angeht und diesen Weg beginnt zu gehen. Der erste Schritt ist oft der schwierigste. Das ist klar, das wissen wir alle. Ja. Und ich kann auch sehr verstehen, dass viele dann nach ein paar Tagen immer noch verzweifelt sind, weil sich logischerweise in ein paar Tagen nichts ändert oder bei den wenigsten. Und die dann nochmal fragen, was sie tun können. Aber bedenkt auch bitte aus der Sicht der anderen, die euch schon Tipps gegeben haben. Die erzählen euch alles, was ihnen geholfen hat irgendwie, ja, und geben euch super Tipps. Und wenn ihr dann ein paar Tage danach wieder schreibt und wieder fragt: Was kann ich noch tun? Habt aber eigentlich noch gar nichts umgesetzt von dem, was die euch schon mal empfohlen haben, dann verlieren die Leute auch so wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, die verlieren die Lust, aber wenn man jemandem Tipps gibt und er beherzigt die nicht, sondern fragt danach nur wieder, was kann er noch tun, was kann er noch tun, und setzt die Sachen nicht um, dann verlieren die Leute dann wirklich die Lust, den Leuten Tipps zu geben, wenn man merkt, man erzählt gegen eine Wand. Ja? Das ist nicht böse gemeint. Ich weiß, dass das auch eine sehr, sehr heftige Situation ist und dass sehr viele Leute wirklich extrem verzweifelt sind und nicht schlafen können und es denen wirklich schlecht geht. Ja? Aber
Ich sag's nochmal, ihr werdet nicht da rauskommen, indem ihr weiterhin nach Tipps und Hinweisen fragt, sondern ihr müsst diese Tipps und Hinweise in die Tat umsetzen. Sonst wird sich gar nichts ändern. Ja? Und eine ganz, ganz wichtige Sache dabei, die ich als unfassbar wichtig empfinde, ist, die ich für mich inzwischen verinnerlicht habe und festgestellt habe, steht euch nicht selbst im Weg dabei. Alles, was ihr an Gründen findet, warum das nicht funktionieren kann und warum ihr euren Weg nicht beginnen könnt, sind keine Gründe, sondern Ausreden. Wenn ihr sagt, ich kann nicht beginnen, den Sport zu machen, weil ich immer bis 18 Uhr arbeiten muss, dann ist das eine Ausrede. Wenn ihr sagt, ich habe ein kleines Kind zu Hause und das muss dann und dann vom Kindergarten abgeholt werden, dann ist das eine Ausrede. Auch dazu habe ich in einem Video schon mal was gesagt. Es gibt immer Möglichkeiten, etwas zu erreichen. Bei uns beim Sport sind alleinerziehende Mütter mit 2 oder 3 Kindern teilweise, die das trotzdem hinkriegen, weil sie keine Neinsager sind und nicht nach Gründen gesucht haben, warum es nicht funktioniert, dass sie zum Sport kommen können, sondern weil sie nach Möglichkeiten gesucht haben, das doch umsetzen zu können. Ja? Es ist ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen den Leuten, die da rauskommen, die das hinkriegen, und denen, die es nicht hinkriegen, in der Grundeinstellung. Und die Grundeinstellung, mir fällt als erstes ein, warum etwas nicht funktioniert. Die Leute mit der Grundeinstellung werden es sehr, sehr schwer haben, das da irgendwie rauszukommen, ja, und das hinzukriegen. Und die Leute, die von vornherein schon so positiv denken und sagen, ey, es sind so 1000 Sachen, warum es gerade nicht geht, aber ich finde jetzt Gründe, ich finde jetzt Möglichkeiten, wie ich es umsetzen kann. Das sind die, die es schaffen werden. Ja? Das ist in allen Lebensbereichen so. Es gibt, wenn ich Leuten sage, hier, ich möchte mein Wissen auf YouTube teilen und möchte viele Leute erreichen und möchte, dass ich denen von meinen Erfahrungen mitteilen kann, und deswegen möchte ich, dass der YouTube-Kanal Stück für Stück wächst und möchte viele Menschen damit irgendwie, möchte vielen Menschen damit helfen, indem ich meine Erfahrung quasi hier berichte. 9 von 10 Leuten sagen, das schaffst du eh nicht, das ist Quatsch. Wer soll denn sowas abonnieren? Wer soll denn den Kanal gucken? Wer soll denn die Videos gucken? Das ist doch Blödsinn, ja? Du musst doch arbeiten gehen, musst doch dies und jenes, du hast keine Zeit dafür und hast nicht gesehen. Die Leute gucken mich inzwischen an, wenn ich denen erzähle oder zeige, dass der YouTube-Kanal inzwischen wirklich viele Menschen erreicht. Ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt, für mich ist das viel, über 700 Abonnenten und habe letztens die 100.000 Aufrufe gehabt, habe ich gesehen. Die Leute gucken mich jetzt blöd an. Ja? Also diesen Neinsagern und diesen Leuten, die euch ständig sagen, die euch nur zeigen, warum irgendwas nicht funktioniert, beweist denen, dass es funktioniert. Das sollte ein Ansporn dafür sein. Aber was ihr nie tun solltet, ist, euch dieses Neinsagen anzunehmen und selbst anzufangen, Gründe zu finden, warum etwas nicht funktioniert, sondern sucht Möglichkeiten, wie es funktioniert. Hört auf, euch zu sagen, warum es nicht funktioniert und das alles aufzuzählen, sondern findet Möglichkeiten, es umzusetzen. Und wenn ihr das macht und euch da nicht selbst im Weg steht, dann seid ihr auch bereit, diese Tipps und Hinweise, die euch die Leute geben, anzunehmen und umzusetzen. Macht nicht zu viel auf einmal. Ich weiß, man ist immer im Panikmodus und will viel probieren erstmal und dies und das Medikament und dies und jenes und hier und da und den Sport und dann da noch. Das kann auch nach hinten losgehen, ja? Ihr habt keinen Zeitdruck. Macht das langsam, Stück für Stück, in eurem Tempo. Aber das Wichtige ist, dass ihr es macht, dass ihr Dinge beginnt und nicht in eurer Verzweiflung immer wieder dieselben Fragen stellt, wie hast du das hingekriegt, wie hast du das hingekriegt, wie hast du das hingekriegt. Die Leute können euch das auch nur einmal erzählen, wie sie es hingekriegt haben und euch dann auf dem Weg vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben. Ja? Aber wie gesagt, wenn ihr euch das nicht annehmt, oder ich möchte nicht sagen, wenn ihr euch das nicht annehmt, sondern ich möchte sagen, findet heraus, wie ihr euch das annehmen könnt. Und versucht für euch Wege zu finden, diese Dinge umzusetzen und diese Dinge zu machen.
Und nur so kommt ihr raus. Nicht indem ihr immer wieder fragt und indem ihr immer wieder, also es ist schön, dass ihr immer die Videos guckt, ja. Ich freue mich auch darüber, dass ihr die Videos guckt. Aber nur vom Video gucken und vom in der Gruppe sein bei Facebook und vom Kommentar schreiben wird sich nichts ändern, sondern ihr müsst euren Popo hochkriegen und müsst etwas machen. Und nur so wird das funktionieren. So. Und jetzt wünsche ich euch verdammt viel Erfolg dabei. Hoch von der Couch, vom Stuhl, vom wo ihr immer auch seid. Wenn ihr gerade schreiben wolltet, dass irgendwas immer noch nicht, dass es immer noch nicht besser geworden ist, weil ihr und ihr habt aber eigentlich noch gar nichts gemacht, dann schmeißt die Tastatur oder das Handy, nein, schmeißt nicht das Handy weg, das wäre nicht gut. Aber macht was, geht Dinge an und beginnt damit. Sonst nur so könnt ihr was daran ändern und könnt Fortschritte machen. Kleine, winzige Fortschritte über Wochen, Monate, Jahre und irgendwann ist es besser. Und habt Geduld dabei. Ganz wichtig. So, und falls ihr all mein bisheriges Wissen und all meine Erfahrungen, die mir geholfen haben, mein Tinnitus loszuwerden, angucken möchtet in Videoform, da braucht ihr nicht mal irgendwie Leute fragen, sondern ihr findet das alles, also ganz viele Antworten übrigens, die ich schon gegeben habe, fragen mich die Leute nochmal. Also die gucken manchmal sogar das Video. Und fragen mich dann trotzdem nochmal in der Nachricht nach denselben Maßnahmen, obwohl sie es eigentlich aus dem Video schon wissen. Also, ich setzt es um, ja, macht was, Hintern hoch, losgehen, was unternehmen, was machen, Maßnahmen ausprobieren und umsetzen. Und all diese Maßnahmen, das wollte ich eigentlich sagen, die findet ihr hier unten, in der Playlist, die blende ich euch jetzt hier unten ein, hier unten die Tinnitus-Playlist, da seht ihr alle meine Maßnahmen, die ich getroffen habe und Dinge, die mir geholfen haben und ich hoffe, die können euch auch helfen. Ansonsten könnt ihr mich hier unten abonnieren, hier bei Patreon unterstützen, damit ich mehr in der Community aktiv sein kann. Und ansonsten Hintern hoch und loslegen.